Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute geht es um die AMD-Konfiguration. Ihr habt es euch alle gewünscht, dass ich euch so ein paar Geizhalslisten zusammenstelle, wo wir AMD-Konfigurationen drin haben. Ich muss direkt davor sagen, im Moment lohnt es sich eher weniger auf AMD zu gehen, weil Intel einfach das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat und auch teilweise moderner unterwegs ist. Da gibt es schon DDR5 und so weiter. Wir gehen jetzt einfach mal auf diese Konfiguration so ein bisschen ein. Das wird jetzt auch kein sonderlich langes Video. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung. Ihr müsst natürlich dann schauen, ob ihr das zusammenbauen lasst irgendwo bei Dubaro, Mindfactory, Kroto oder sonst wo. Ich kann natürlich auch nachfragen auf dem Discord, ob Krotos euch zum Beispiel dafür dann ein Angebot macht. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, sonst wird wieder gesagt, ich wäre gepartnert, bin ich immer noch nicht. Nein, ich bekomme dafür auch nichts. Wie gesagt, auch wenn ihr unten auf diese Links draufklickt von Geizhals, da bekomme ich keinen Cent für. Ich wollte das nur gesagt haben. Ich habe da jetzt nichts reingepackt, was irgendwie übelst teuer ist und keinen Sinn macht, nur damit ich was dran verdiene. Das ist hier nicht der Fall. Das hat jetzt auch alles ein bisschen gedauert. Ich hatte erst noch den 5800X3D abgewartet von AMD, habe mir die Benchmarks dann angeguckt und wollte dann ein Video machen. Das hat jetzt wieder nochmal 4 Wochen gedauert, aber jetzt ist es da. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das sind 4 Konfigurationen im Bereich zwischen 1000 und 2500 Euro. Das ist alles das, was noch Sinn macht, der Rest ist Spielerei. Man kann sich natürlich noch ein paar HDDs oder so dabei holen oder weitere SSDs, dann wird es natürlich wieder teurer. Wir haben einen für 1000, für 1500, für 2000 und 2500 Euro. Ich denke mal, das ist so die Preisrange, die meisten interessiert. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr wollt vielleicht einen 3000 oder 3500 Euro PC noch sehen, dann mache ich den gerne auch. Wir starten einfach mal mit dem 1000 Euro PC. Der kostet ein bisschen mehr als 1000, ja, plus minus, die Preise schwanken, das ist klar. Wir haben hier eine 1 TB SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 1700 MB die Sekunde. Die ist jetzt nicht sonderlich bekannt, aber die ist preis-leistungstechnisch einfach ziemlich gut. Und das ist wie gesagt 1 TB, das sollte für die meisten ausreichen und die Geschwindigkeit natürlich auch. Dann setzen wir hier, weil es ja ein AMD-System werden sollte, auf den 5600X. Das ist ein 6-Kerne mit 12 Threads. Ihr müsst natürlich jetzt darauf achten, mit dem System könnt ihr zwar streamen, aber nur die kleineren Titel, sagen wir Valorant, Counter-Strike und sowas, Among Us, völlig wurscht. AAA-Titel wird da schon schwieriger. Da würde ich immer auf den 8-Kerner gehen. Haben wir hier auch, sogar schon bei dem 1500 Euro PC. Da müsst ihr dann schauen, dass ihr vielleicht auf den zurückgreift. Der kommt mit allen Titeln soweit klar, alle AAA-Titel und so weiter, überhaupt kein Problem. Dann setzen wir hier auf einen Kingston Fury Beast RGB-RAM, und zwar ist das Dual-Channel, das ist ja mal ganz wichtig, 16 GB, 3600 MHz. Der Prozessor unterstützt zwar offiziell nur 3200, aber 3600 geht auch, habt ihr noch ein paar extra FPS. Ihr könnt natürlich hier auch vielleicht auf Corsair gehen oder auf G-Skill, bloß nicht den Aegis, nehmt die Ripjaws, die sind in Ordnung, den Aegis bitte nicht. Da habt ihr halt freie Wahl, ne? Also ich habe jetzt den hier genommen, der war preis-leistungstechnisch interessant, hat sogar schon ein bisschen Bling-Bling dabei. Bei der Grafikkarte setzen wir auf eine 6600 XT, die ist soweit gut geeignet für Full-HD-Gaming, die schafft auch die AAA-Titel einigermaßen. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass ihr da 144 Hertz bzw. FPS rotzt. Das ist natürlich mal ein bisschen anspruchsvoller, aber für Full-HD-Gaming reicht die dicke WQHD, so Valorant und so weiter, geht natürlich dann auch noch. Teilweise schafft die sogar 4K-Auflösung, wir hatten die ja schon mal als 6600 ohne XT, also das funktioniert dann auch, kommt immer aufs Spiel an. Beim Mainboard, da setzen wir auf ein Gigabyte B550 Euros Elite V2, das zeige ich euch auch mal eben. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier könnt ihr eine SSD verbauen, hier unten auch, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für Capture-Karten, WLAN-Karten, USB-Erweiterungskarten. Dann haben wir hier noch 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI-Displayport, werdet ihr hier nicht benutzen, genauso wie bei allen anderen Systemen, die ich jetzt zeige. Die haben alle keine integrierte Grafikeinheit, ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen und 2x USB 2.0. Das sollte für die meisten, denke ich, ausreichen, was die USB-Anschlüsse angeht. 7.1 mit Toslink ist natürlich auch ganz nice und ist eigentlich ein ganz gutes Board. Als CPU-Kühler nehmen wir den LC Power Cosmo Cool LC CC120A RGB Pro. Den habe ich ja auch mal getestet, auch mit dem 5600 ohne X, aber das macht den Braten jetzt nicht fett. Ist einfach nur so, das ist ein guter CPU-Kühler im günstigen Bereich, mit RGB sogar noch dabei. Wir hatten den ja auch mal im Belastungstest, da kam der nie über 80 Grad, zumindest nicht mit dem 5600, das ist schon in Ordnung.
Bei dem Gehäuse setzen wir auf den Silentium PC Ventum VT4V Evo TG ARGB Glasfenster. Das Gehäuse hat schon 3 RGB-Kühler vorinstalliert in der Front und einen sogar hinten. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Ihr habt da auch viel Bling Bling. Also wer RGB mag, ist mit dem System auf jeden Fall gut aufgestellt. Da passen die meisten Komponenten rein. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist ein gescheites Gehäuse in dieser Preisklasse. Und was das Netzteil angeht, da setzen wir auf den BeQuiet Pure Power 11 FM 650 Watt. Das ist vollmodular, hat ordentlich Garantie. 650 Watt ist auch völlig in Ordnung für das System. Da könnt ihr später sogar noch eine 6700 XT oder 6800 XT reinschmeißen, wenn ihr wollt. Und da landet ihr halt beim Gesamtpreis von 1065 Euro. Das ist wie gesagt jetzt so ein 1000 Euro System ohne Zusammenbau. Wenn ihr selber bauen könnt, könnt ihr das 1 zu 1 übernehmen, die Teile auch bei Mindfactory suchen. Die sollten eigentlich fast alle da verfügbar sein. Und dann könnt ihr selber bauen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr wollt, frage ich Krotus, dann macht ihr euch vielleicht noch quasi ein System fertig mit Zusammenbau. Genau diese Komponenten, das macht er meistens. Jetzt kommen wir zu dem 1500 Euro System. Hier habe ich eine 2 TB HDD reingepackt, einfach nur zum Auslagern von Spielen, Audio, Videodateien, wie ihr gerne möchtet. Dazu gibt es dann noch eine 1 TB, auch die gleiche SSD hier. Dann setzen wir hier schon auf einen Ryzen 7 5800X, also 8 Kerne, 16 Threads. Der ist ganz ordentlich, reicht zum Streamen, reicht zum Zocken, ganz dicke, habt auch die nächsten Jahre noch Freude mit. Wie gesagt, preis-leistungstechnisch ist Intel gerade besser. Aber ihr wolltet ein AMD-System, das bekommt ihr jetzt natürlich auch. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass Ende des Jahres dann die neuen AMD-Prozessoren kommen, dann kann ich auch gerne nochmal ein neues Video machen, ist auch kein Problem. Hier setzen wir in dem Fall auf die G-Skill RipJaws 5 schwarz, die haben kein RGB, aber 16 GB und auch 3600 MHz, das könnt ihr selber entscheiden. Ihr könnt auch die RGB-RAMs von dem PC davor nehmen, überhaupt kein Problem. Wir mussten nur irgendwo auf dem Preispunkt landen. Als Grafikkarte haben wir hier dann schon eine Radeon RX 6700 XT Red Devil. Alter, das sind Monster. Das sind so dicke Karten, die sind richtig geil. Also die haben eine gute Kühllösung auf jeden Fall. Die hat auch 12 GB VRAM. Damit könnt ihr WQAD AAA-Titel ganz locker spielen. Ich kann euch auch die FPS-Tests gerne nochmal unten verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Die habe ich selber auch. Ich spiele auch Far Cry damit, Watch Dogs, alles überhaupt kein Thema. Auch hier haben wir wieder das Gigabyte B550 Euros Elite V2. Viele werden jetzt sagen, warum nimmst du bei einem 5800X kein X570 Board? Ich persönlich finde, dass sich Übertakten bei AMD aktuell nicht so lohnt. Man kann natürlich ein X570 Board nehmen, das gibt es auch als Aorus-Variante, das habe ich selber auch mal gehabt, aber ich habe es, wie gesagt, auch selber kaum genutzt. Diese ganzen Optionen, die ihr dann zusätzlich bekommt, halt im BIOS und so, ob sich das lohnt, den Mehrpreis. Dann haben wir hier noch die Arctic P12, das habe ich deshalb gemacht, weil wir hier als Gehäuse ein Corsair 4000D Airflow haben. Und zwar hat das einen Lüfter in der Front und einen im Heck. Diese zwei Lüfter sind einfach nur weiterhin für die Front, dass ihr da auch einen guten Airflow habt. Da habt ihr natürlich kein RGB-Bling-Bling. Wenn ihr RGB wollt, packt da irgendwie 3 Stück von den RGB Arctic P12 rein, dann könnt ihr halt die Front auch beleuchten von dem Gehäuse. Das Gehäuse, das kennt ihr, das ist groß genug, das reicht auf jeden Fall für alle Komponenten, ist auch qualitativ ziemlich gut und hat guten Airflow. Bei dem 5800X würde ich persönlich auch schon auf eine Wasserkühlung gehen. Es gibt natürlich auch Luftkühler, die das schaffen, ja, aber das sieht dann immer so klobig aus, wenn ihr so ein Ding da in diesem Gehäuse drin habt. Ich würde ja wirklich auf eine Wasserkühlung gehen. Das ist auch eine gute Wasserkühlung, eine 280er, die reicht auch aus für diesen Prozessor. Natürlich, wenn ihr jetzt Dauerlast pumpt, wird die irgendwann auch ziemlich warm und ziemlich laut. Aber so zum Zocken und Streamen reicht es eigentlich. Und dann haben wir hier halt auch ein Pure Power 11 FM, vollmodular, 750 Watt. Das gleiche Spiel wie bei dem anderen PC auch, nur mit etwas mehr Watt. Das ist auch in Ordnung. Da landet ihr bei 1515 Euro. Wie gesagt, ohne Zusammenbau. Wollt ihr selber bauen, übernehmt es so. Ansonsten frage ich Krotus oder Dubaro, ob sie da vielleicht mal so ein System fertig machen. Ich weiß gar nicht, ob Dubaro das machen würde. Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt. Krotus machst du auf jeden Fall. Der ist bei uns auf dem Discord, der erstellt ständig Configs. Dann haben wir hier jetzt noch ein 2000 Euro System. Hier haben wir schon eine 970 Evo Plus 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und schreiben 3300 MB die Sekunde. Die ist also ein ganzes Stückchen schneller. Wer es braucht, lasse ich mal dahingestellt. Ich persönlich brauche es nicht. Wenn ihr denkt, ihr braucht eine schnelle SSD, weil ihr viele Daten hin und her schaufelt, dann nehmt die. Wie gesagt, 2 TB ist auch ganz gut angelegt, denke ich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch noch eine HDD mit da reinpacken als Datengrab. Auch hier wieder den Ryzen 5800X. Wie gesagt, zocken und streamen, überhaupt kein Problem mit dem Ding. Hier haben wir wieder RGB-RAM, allerdings diesmal 32 GB mit 3600 MHz Kingston Fury Beast. Also ein bisschen RGB-Beleuchtung, das Doppelte an RAM-Speicher, 32 GB sollten es meiner Meinung nach auch schon sein, wenn man streamen möchte, kommt auch aufs Game an. Ich persönlich habe gesehen, dass die Auslastung zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn mit Stream zusammen über 16 GB hinausragt. Kommt wie gesagt aufs Spiel an, müsst ihr dann selber entscheiden. Ihr könnt euch hier auch 16 GB reinpacken, aber 32 einfach zukunftssicherer. Dann haben wir hier eine Radeon RX 6900 XT Black Gaming. Ihr könnt natürlich auch hier die Red Devil nehmen, die wird natürlich wieder teurer. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Die ist jetzt nicht sonderlich schlecht, der Chip ist der gleiche, die Red Devil ist noch ein bisschen schneller, was heißt ein bisschen, ein paar Prozentpunkte, wegen Übertakten und halt die Kühlleistung ist auch besser. Könnt ihr hier natürlich auch, wie gesagt, reinkonfigurieren. Dann haben wir hier schon Gigabyte B550 Aorus Pro, das ist eine Stufe höher als das Elite. Das
hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier könnt ihr 2 SSDs verbauen. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot könnt ihr nicht benutzen, weil die Grafikkarte ist überdeckt. Dafür aber die 3 hier unten. Da können auch WLAN-Karten und so weiter rein. Überhaupt kein Problem. Hier haben wir 7.1 mit Toslink. Zweimal USB 3.1. USB-C ist schon mit dabei. Netzwerkanschluss. Zweimal USB 3.0. Und 6-mal USB 2.0. Und HDMI könnt ihr hier sowieso nicht benutzen. Ihr seht hier an den Anschlüssen auch, dass es natürlich schon ein bisschen besser ausgestattet ist. Wer mehr USB-Ports braucht, weil er ein Mauspad anschließt, eine Lampe, eine Tastatur, die Maus selber und so weiter, da seid ihr schon besser mit beraten. Auch hier wieder das gleiche Thema, das gleiche Gehäuse und die beiden Lüfter mit dabei. Auch hier die 280er Wasserkühlung und ein 850 Watt Netzteil. Also mit dem seid ihr auf jeden Fall gut ausgestattet. Da könnt ihr später eventuell sogar noch Nvidia reinpacken, die 4000er Variante, je nachdem, was die verbrauchen werden. Das weiß ja noch keiner so genau. Und da seid ihr eben bei 2072 Euro. Und jetzt kommt das, was ich am Anfang angesprochen habe, der 5800X 3D. Der ist in einigen Spielen schneller als ein 12900K von Intel. Er ist auch sauteuer mit seinen 500 Euro, das finde ich schon happig. Aber fangen wir ganz von vorne an. Hier haben wir die 2 TB SSD von eben, die kennt ihr ja schon. Das ist der 5800X 3D, der hat einfach mehr Cache. Ja, da zeige ich euch gleich noch ein kleines FPS-Vergleichsvideo. Dann gehen wir hier noch auf ein bisschen RGB-Bling-Bling. Das ist der G-Skill Trident Z Neo, 32 GB, auch 3600 MHz. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr Corsair irgendwie steuern wollt mit IQ, dann nimmt ihr halt die Corsair Vengeance RGB Pro, 32 GB mit 3600 MHz, das ist auch in Ordnung. Dann haben wir hier schon die RX 6900 XT Red Devil Ultimate, 16 GB GDDR6. Das ist so ziemlich das Beste, was ihr im Moment im AMD-Lager kriegen könnt. Klar, Nvidia ist noch besser bei Raytracing, so auch preis-leistungstechnisch. Guck mal, die kostet 979 Euro. Bei Nvidia eine 3080 Ti ist deutlich teurer. Reicht natürlich auch für 4K-Gaming. Ihr müsst natürlich immer schauen, welches Spiel das ist, wie sehr das optimiert ist. Far Cry 6 zum Beispiel ist gut AMD-optimiert und es gibt auch Spiele, die eher auf Nvidia optimiert sind. Und hier melde ich mich nochmal aus dem Off. Beim Schneiden ist mir eben was aufgefallen. Und zwar geht es darum, es gibt ja auch schon die 6950 XT von AMD, die Radeon. Es ist einfach nur so, die kostet aktuell um die 1200, 1300 Euro und preis-leistungstechnisch macht das überhaupt keinen Sinn, denn ihr habt hier zum Beispiel einen FPS-Vergleich, das Video, das verlinke ich euch auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Da habt ihr hier zum Beispiel mit der 6900 XT 76 FPS im Average und die 6950 XT hat 79 FPS im Average, jetzt bei diesem Spiel. Andere Spiele haben auch 10 FPS mehr oder so. Das lohnt sich preis-leistungstechnisch einfach nicht. Ihr zahlt 300 Euro drauf für, sagen wir mal, 5 bis 10% mehr Leistung. Deswegen haben wir die jetzt erstmal außen vor gelassen. Mit der Red Devil sind wir sehr zufrieden gewesen, haben wir auch schon oft empfohlen. Die Leute sind alle zufrieden, von daher ist das in Ordnung. Alles klar und weiter geht's. Dann haben wir hier als Mainboard das Asus ROG Dark Hero. Also das ist echt ein fettes Board. Das hat auch gekühlte Spannungswandler, eine schöne I/O-Blende hier, die ist auch noch beleuchtet, 4 RAM-Bänke. Hier könnt ihr auch 2 SSDs reinpacken, eine Grafikkarte und hier unten auch 3 Erweiterungsslots. Bevor ihr euch jetzt wundert, es gibt auf diesen Mainboards natürlich noch mehr Unterschiede. Wie viel RGB-Header habt ihr, USB 3.0 und so weiter. Klar, wenn ich darauf eingehen würde, müsste ich jetzt alles aufzählen, dann sitzen wir morgen noch hier. Deswegen sage ich nur die groben Eckdaten. Aber wenn ihr euch die Anschlüsse anschaut, erklärt sich das, glaube ich, von ganz alleine. Wir haben hier auch 7.1 mit Toslink Netzwerkanschluss. Wir haben insgesamt 7-mal USB 3.1, USB Typ C 3.1, 2 Netzwerkanschlüsse. Ihr könnt natürlich auch ein lokales Netzwerk damit aufbauen zum Beispiel. Da habt ihr 4-mal USB 3.0. USB 2.0 ist überhaupt nicht mehr vertreten. WLAN und Bluetooth mit dabei, ein BIOS-Button zum Flashen und halt ein BIOS-Update zu fahren. Mit dazu bekommt ihr ja auch noch diese Antenne, ne? Eine externe Antenne finde ich immer besser. Es gibt natürlich auch welche, die draußen angeschraubt werden, nur dann steht es irgendwo hinterm PC und ich finde das immer besser, wenn die Antennen dann außen stehen oder auf dem PC obendrauf. Also das ist echt ein fettes Board. Was Besseres kriegt ihr schon fast nicht in diesem Preisbereich, also das ist schon nice. Dann haben wir hier die Arctic P12 PWM PST ARGB, die sind RGB beleuchtet, das sind 3 Stück pro Set und wir haben 3 Sets gekauft bzw. in den Warenkorb reingelegt, dann haben wir 9 Lüfter. Warum? Weil wir hier unten das Lianli O11 Dynamic Schwarz haben. Das wollen immer alle haben. Die sehen das bei irgendwelchen Streamern im Hintergrund, die sind fett beleuchtet. Sieht auch gut aus. Ist auch technisch ein super Case. Ich finde es persönlich ein bisschen ausgelutscht, aber ist halt geil. Auch in der Preisklasse erwartet man sowas. Das hier ist einfach nur ein Lüfterverteiler, der Licht- und Lüfterverteiler 10-fach von Lamptron. Der ist einfach nur dafür da, dass ihr diese 9 Lüfter eben ansteuern könnt. RGB, dass die alle gleichmäßig leuchten. Ihr könnt auch Corsair-Lüfter nehmen. Da braucht ihr aber diesen Commander wieder mit dabei und das wird alles wieder viel zu teuer. Die Arctic, die machen einen guten Job, leuchten schön, könnt ihr auch alles einstellen. Als Wasserkühlung nehmen wir hier eine Asus ROG Ryujin 360. Die haben wir hier selber im Haushalt. Die hat auch noch ein kleines Display oben auf dem Pumpkörper. Die 3 Lüfter, die dabei sind von Noctua, die müsst ihr dann natürlich beiseite legen. Ihr könnt die auch benutzen, dann fallen 3 RGB-Lüfter wieder weg. Es geht einfach nur darum, dass ihr auf diese Wasserkühlung die RGB von Arctic draufschraubt und dann wirklich ein ganzes System RGB beleuchtet habt. Ihr könnt auf RGB natürlich auch komplett verzichten. Wer das nicht möchte, kann auch einfach die schwarzen Arctic nehmen und die dann in diesem Case verbauen. Finde ich dann aber ein bisschen schade. Das Case ist wirklich so ein richtiges Showcase. Da sollte man schon was Schönes drin haben.
haben. Und dann haben wir hier auch wieder ein 850 Watt Netzteil, das BeQuiet Straight Power 11. Auch voll modular, ordentlich Garantie und so weiter, ist ein gutes Netzteil. Und da seid ihr bei 2592 Euro. Hier ist auch nochmal der Vergleich zu dem Prozessor, den wir hier genommen haben. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel schon, da habt ihr hier bei dem 12900K 157 FPS und hier 161 FPS. Das ist nicht sonderlich viel. Das muss man wirklich sagen, aber er ist halt teilweise besser. Ich verlinke euch dieses Video auch unten in der Videobeschreibung. Ihr werdet auch sehen, dass einige Spiele mit dem 12900K besser laufen. Und das wären jetzt so ziemlich alle Konfigurationen, wie ich es machen würde, wenn ich jeweils das Budget hätte. 1000, 1500, 2000, 2500. Ihr habt natürlich auch Preisschwankungen. Es kann auch sein, dass die Warenkörbe in 2 Tagen wieder günstiger sind. Und wenn ihr Interesse haben solltet, dass Krotus das vielleicht mal irgendwie zusammenwürfelt und euch einen gescheiten Zusammenbaupreis dann macht, dann sagt das gerne in den Kommentaren. Dann frage ich ihn nochmal und verlinke es dann nachträglich nochmal in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wäre es das schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.